Hallo meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer, hier auf der Intermod in Köln scharwenzle ich so durch die Hallen und komme auf einmal bei Wunderlich vorbei und es wird mir sofort gesagt, hey, wir haben gerade eine Präsentation gehabt. Ich habe natürlich nichts davon gewusst. Hast verpasst. Jetzt steht der Sven neben mir und es wurde gerade dieses Ding da präsentiert. Wie heißt das? Wunderbob. Es heißt Wunderbob, aber weil du so blöd lagst. Der Frankie hat mir nämlich erzählt, es hätte Bob-Job heißen sollen. Ja, wir hatten da mal so einen Arbeitstitel. Das war zu nah an Blowjob und dann haben sie sich... Halt kann jeder denken, was er gerade so will, ne? Nein, es heißt jetzt jedenfalls Wunderbob. Ja, es heißt jetzt Wunderbob. Aber auch ein guter Name. Ja, Bobber, ne? Wunderbob, wunderlich, Bobber, Wunderbob. Basis, ich erkenne es natürlich sofort, weil ich so ein schlaues Kerlchen bin, eine R9T. Fauli, du bist der Hammer. Hast natürlich recht, wie immer. Ist eine R9T. Und ja, wie kamst du im Projekt? Entschuldigung, ist es die normale oder ist es irgendeine... Das ist eine normale. Eine ganz normale R9T habt ihr dafür hergenommen und Wunderbob draus gemacht. Was ist da alles gemacht? Ja, was ist alles gemacht? Wie man sieht, offensichtlich hinten das Heck ist abgemacht worden. Wir haben einen neuen Heckfender gemacht. Wir haben dem ganzen Motorrad Carbonfelgen verpasst, neues Auspuffsystem dran, der Lack ist natürlich neu. Wir haben hier vorne zwei Lenkererhöhungen verbaut, um den Lenker ein bisschen höher zu bekommen, einen anderen Lenker verbaut und natürlich so das kleine 1x1 von uns, gefräste Deckel, Brems- und Kupplungshebel neu. Und ein ganz nettes Gimmick, sage ich mal, ist hier die Tachoeinheit, das Dash vorne, fällt halt kaum ins Auge und hat alle Informationen, die man braucht. Also ich habe jetzt echt geglaubt, da ist nichts drauf, aber da ist ja tatsächlich auch alles. Und ist das zugelassen? Das ist zugelassen. Ach du meine Güte, geil. Manchmal muss man auch sagen, danke Deutschland. Ja, danke Sven, super. Also coole Erklärungen. Ey Pauli, gerne. Abonniert unseren YouTube-Kanal, schaut unsere anderen Videos von der Intermod in Köln. Du hebt da nicht die Daumen so. Ja, gebt einen Daumen hoch. Aber ich bettel nicht so drum. Es gehört schon ein Daumen hoch. Ey, bist eh ein netter Kerl. Ja, Daumen hoch. Auch für Wunderlich, weil das richtig klein ist. Der Wunderblowjob Bob, irgendwas. Nein, Wunderbob. Alle anderen Videos schauen von der Intermod und von allen anderen Events, die wir so machen. Dranbleiben. Tschüssi. Ciao. We'll be right back.